unser Anliegen ist es, Queer und Kirche zusammenzubringen. Wir werden eine Familie. Da seht ihr jetzt unseren Sperma-Kryobehälter in unserem Auto. Ich bin gerade im Fahrstuhl mit Sperma. Und jetzt stehen wir hier mit einem positiven Sperma. Ein Kulturkreis, den Menschen zumindest auslösen müssen, was, wo Boost. Das würdest du auch stehen. Dein Wunsch nach Exklusivität würde das gar nicht. Wenn ich nämlich noch eine heißere Frau an meiner Seite, dann würdest du mega sterben. Menschliche gescheiterte Geschichten, das rauszutragen, ist Verkündigung. Und deswegen machen wir das auch. Also ich. Wo ich so nach 3 Minuten denke, oh nee, nicht schon wieder, oder das ist mir echt zu albern jetzt, oder diese ganze Zeit auch der Selbstironie, diese Beziehungsgeschichte, die da permanent ausbreiten, nee, Leute, das brauche ich nicht. Aber anderen geht's, die finden genau das interessant. Und ich meine, so ist die Wirklichkeit. Das hätte man sich vor 5 Monaten noch überhaupt nicht denken können. Dann kam Corona, es gab einen Digitalisierungsschub in der Kirche. Und jetzt vielleicht entwickelt sich durch sowas wie Anders Arm dann eine ganz neue Form von Kirche, die man sich früher nicht hätte vorstellen können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Amen. Sehr gut. Der Herr sei mit euch. Und so geht hin, im Frieden des Herrn. Amen. Also wir haben brechend volle Kirchen gehabt von Anfang an. Ich habe am Anfang gedacht, was ist denn hier los? Also wir mussten halt anbauen. Ja. Ihre Partnerin passt super dazu, die dann auch noch mit einspringt. Ich kenne es noch aus meiner Jugend, beziehungsweise auch späteren Zeit, wo es ja wirklich versteckt werden musste. Und heute finde ich es gut, dass es so ist. Ich glaube, das Schönste, was wir erreichen könnten, wäre, dass wir nicht mehr anders sind. Dass wir in der Kirche einfach und auch in der Welt einfach nur noch sind. Dass wir dann einen Seniorenkanal über Inkontinenz haben oder was auch immer, aber kein anders mehr vorkommt. Sondern Inkontinent Amen? Ja.